uns auch, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, als das hier kurz herzuzeigen, diese Software. Und ich starte die hier mal. Der Erd wird später nochmal kurz auf die Software auch eingehen. Und hier mache ich nichts anderes, als ein Projekt zu erstellen. Auf OK zu drücken und ich habe jetzt hier alle Frames, die ich gerade vorher eben exportiert habe, in einem Vorschaufenster aktiv. Ich könnte natürlich jetzt schon einfach mit einem Klick hier oben auf Export eine HTML-Datei generieren, aber ich möchte da noch ein bisschen was mehr herzeigen, und zwar ich möchte vorne an der Spitze von dieser Düse gerne einen Hotspot generieren, auch das kann diese Software. Ich kann hier animierte GIF-Dateien zum Beispiel einbauen, kann die betiteln und ich kann hier wirklich einzelne Punkte setzen. Sieht dann später gleich den Effekt, das machen wir noch ein zweites Mal mit einer tanzenden Banane. Das machen wir hinten, das soll nicht jeder entdecken, dass da hinten eine Spielerei versteckt ist. Da gebe ich nur drei Punkte an und jetzt explodiert das Ganze in die HTML-Datei. Export, Publish und jetzt liegt auf meinem Rechner eine fixfertige HTML-Datei, die ich meinem Webadministrator schicken kann und jeder Besucher dieser Webseite kann jetzt entweder mit dem Finger das Ganze bewegen oder mit der linken Maustaste diese Ansichten sehr intuitiv navigieren. Ich habe unten ein paar Schaltflächen, kann mit dem